fokussiert. Das ist, der ist jetzt rot, ja? Mhm, und ich bin im Fokus. Oh, läuft, okay. Hallo zusammen, ich bin zurück am... Ich will nochmal rein. Nochmal. Hallo zusammen, zurück am Ort des Geschehens sozusagen. Verbrecher und Fotografen kommen ja immer zurück ans selben Ort. Ne? Ich bin am Matterhorn, das ist da, da gehen wir gleich hin. Da ist Monte Rosa-Gebiet, man sieht es wahrscheinlich nicht, aber da ist die Monte Rosa-Hütte sehr bekannt, architektonisch sehr toll. Und wie man sieht, der Gletscher natürlich auch sehr, sehr schön. So, und zwar bin ich hier mit zwei jungen Trailrunnern zum Trailrunning fotografieren. Wir haben hier eben Berge im Hintergrund, Gletscher im Hintergrund, da vorne ist ein kleiner See, also wirklich buntes Programm. Mit dabei habe ich die Nikon D750 mit dem Tamron 1530, natürlich für so die typischen Ultraweitwinkelaufnahmen, sowohl Läufer in der Landschaft, als auch so dieses ganz nahe dran und man sieht den Fuß ganz groß, der Läufer ist direkt neben mir, so diese Fotos. Und dann habe ich die Canon 6D dabei mit dem 135 mm von Canon. Und zusätzlich noch die Sony A7 II mit dem 55 mm. Dadurch habe ich halt sehr hochwertiges Glas über den ganzen Zoom-Bereich, den ich haben möchte. Weil das Besondere bei sowas ist immer, ich möchte nicht maximal freistellen, weil dann kann ich ins Studio gehen. Sondern ich will ja zeigen, wo wir sind. Ist immer ganz wichtig, dass ich Objektive mitnehme, wo ich zeigen kann, was im Hintergrund ist. Mit dem 135er zum Beispiel könnte ich maximal freistellen, aber ich mache das dann so, dass ich weit genug weggehe, dass der Hintergrund noch erkennbar als Gletscher ist, aber eben keine richtigen Konturen mehr. Das wäre so der Ziellook. Ja, also, hier geht gleich die Sonne unter. Wir müssen noch was machen, bevor es womöglich sogar noch Regen gibt. Ich sehe, wir haben Halbmond. Vielleicht machen wir noch was mit Mond. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.